Hoch oben mit bester Sicht auf die Gemeinde hat Neubeuern ihr Wahrzeichen, das mittelalterliche Schloss, in dem heute ein Internat untergebracht ist. Der Ferienort im bayerischen Inntal im Landkreis Rosenheim wurde 1981 sogar zum schönsten Dorf Deutschlands gewählt. Neubeuern liegt relativ nah am Inntal-Dreieck. Wir sind perfekt angebunden, was die Verkehrslage angeht, an der A8 und an der A93. Haben wir also wirklich eine gute Lage in der Nähe von Rosenheim, aber natürlich auch einen hohen Freizeitwert. Man sieht es, Dandelberg, Heuberg ist alles in der Nähe, fußläufig fast erreichbar. Ist auf jeden Fall eine schöne Wohngemeinde, wo man es aushalten kann und wo man natürlich mittlerweile auch einen Druck und Zuzug haben und viele Leute haben, die bei uns in der Region leben möchten. Nicht zuletzt deshalb wurde am Ortsrand der Gemeinde im Herbst 2021 eine ganz besondere Baumaßnahme gestartet. Denn die Kläranlage war in die Jahre gekommen und muss nun weitgehend ertüchtigt und vergrößert werden. Grundsätzlich wird hier in Neubeuern die Kläranlage im laufenden Betrieb komplett erneuert und saniert. Es werden Zwischenklärbecken gebaut, neu. Ein Belebungsbecken kommt und die Maschinentechnik wird auch wieder neu an einem Standort hier auf den aktuellsten Stand gebracht. Zuvor war die Kläranlage auch auf einem guten Stand, aber durch die zunehmende Bevölkerung auch hier im ländlichen Bereich muss man natürlich die Kläranlage wieder erweitern, muss sie auf die neuen Herausforderungen bringen und entsprechend werden dort dann die Becken so dimensioniert und ausgebaut, dass man wieder in die Zukunft gehen kann. Ein funktionstüchtiges Klärwerk gehört zu den ureigensten Pflichtaufgaben einer Gemeinde. Gerade in Zeiten, in denen Umwelt- und Naturschutz weltweit bedeutende Themen sind, können moderne Kläranlagen einen wichtigen Beitrag leisten. Neubeuern hat gerade so ca. 4.300 Einwohner. Und es ist wie in vielen Gemeinden, dass ja in den 70er Jahren eigentlich die Kanalisierungen vonstatten gegangen sind und die Kläranlagen gebaut wurden. Und alle 20 Jahre, so ist das vom Rechtlichen auch, hat man seine Anlage wieder auf den Prüfstand zu stellen. Das hat natürlich A mal Gründe, dass die Betriebstechnik irgendwo am Auslaufen ist und die Maschinenteile abgeschrieben werden. Aber natürlich auch Umweltaspekte, dass man alle 20 Jahre wieder nach den neuesten Anforderungen arbeitet. Und wir haben 97 die Kläranlage zum letzten Mal erweitert und jetzt sind wir wieder nach 20 Jahren wieder fällig. Bis zu 20 Arbeiter aus unterschiedlichen Berufen treffen auf der Baustelle aufeinander. Auch viele Azubis. Vor allem die Stahlbetonbauer haben hier ihre besonderen Herausforderungen. Generell gilt, wer eine Ausbildung in den Bauberufen macht, bekommt überdurchschnittlich hohe Gehaltszahlungen und hat gute Karrierechancen. Warum ich mich für den Beruf entschieden habe, war, ich wollte was Handwerkliches machen. Und da kam natürlich das Erste, ein Stahlbetonbauer. Weil du bist draußen, du machst was mit Beton. Mit Beton kannst du eigentlich alles machen. Also Kreise, alles. Mir gefällt das verdammt gut. Ich tue gerne mit den Händen arbeiten und dann gerne an der frischen Luft. So die Lieblingsarbeit, dann eigentlich dann eher Wasserleitung. Weil da muss man sauber arbeiten, da geht es dann auch genau. Und das ist auch eine schöne Arbeit. Grundsätzlich ist für uns die Ausbildung sehr wichtig. Zum einen, weil wir die jungen Leute natürlich die Möglichkeit geben wollen, ein stabiles Familienleben zu führen und einen gesicherten Arbeitsplatz zu bekommen. Auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, dass es für uns von großem Vorteil ist, weil wir natürlich durch die Ausbildung Qualität und Kostentreue ins Haus bekommen. Fertig sein soll das Großprojekt in Neubeuern Ende 2022. Gesamtkosten rund 7,3 Millionen Euro.